Herzlich willkommen zurück beim Kerbal Space Programm. Heute ist es soweit, wir versuchen einen, oder vielleicht, wenn wir es hinkriegen, vielleicht sogar alle beide Rover abzusetzen. Ich muss gerade mal schauen, was ist denn... Das ist Käse, das kommt schon mal hier hoch. Ich füge jetzt hier einfach mal sicherheitshalber so eine Zwischenstufen ein, nicht, dass ich aus Versehen auf Leertaste komme und nachher trennt sich hier was ab, was wir gar nicht wollen. Okay, als erstes, was wir machen, wir drehen jetzt mal ein paar Runden, bis sich die Station wieder im Hellen befindet. Minmus dreht sich ja leicht, Gott sei Dank. So, jetzt ist die auch da relativ in der Nähe. Komm ruhig nochmal. Okay. So, ich habe gespeichert. Jetzt ist es so. Okay, warte mal, wir sind relativ langsam. Wir können ruhig noch ein bisschen erstmal hier vor auf die Seite kommen. Genau, ja, so ist okay. Das war wenigstens im Hellen. Na, nicht ganz, ein bisschen noch. Ja, okay, gut. Die Sonne kommt langsam rum. Dass wir jetzt hier einfach einen Teil abtrennen, ein Rover. Jetzt müssten wir vorher allerdings auf Control from hier gehen. So, jetzt sind wir mit dem Rover-Modul am Start und müssten jetzt hier den Decoupler trennen. Und jetzt eigentlich, na, ich habe doch gesagt Control from hier. Nein, du Sack. Warte mal kurz, wir gehen mal eben in das Space Center. Normalerweise kann ich dann mit dem Ding auch steuern, wenn ich Control von hier klicke. Okay, das müsste der sein. Ja, danke. Das andere fliegt weiter seine Bahn. Und hier müssen wir jetzt erstmal wieder eine Bahn kreieren. Jetzt versuchen wir das mal. Halt, ist nicht so einfach. So, noch ein bisschen, ruhig ein bisschen weiter erstmal. Tja, versuchen wir es mal, oder? Ich bin wirklich mehr als aufgeregt gerade, ob das so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe, mit dem Rumdrehen nachher und so weiter. Ja, wir kommen relativ spitz drauf zugeflogen. Sollte für unseren German aber kein Problem sein, das Ding dort auch sicher irgendwie auf den Boden zu bringen. Wir können es nur probieren. Was anderes bleibt uns ja eh nicht übrig. Achso, ja doch. Zünde doch bitte mal. Danke. Wow. Jetzt hat sich ein bisschen zu viel gedreht. Ich hätte nicht mit Vollschub das Ding aktivieren sollen. Komm schon, dreh dich zurück. Ach Gott, ey, hier sieht's aus, alles voller Linien. So, jetzt kommen wir wieder dahin, wo wir Schub geben können, müssen, sollen. Okay, wie gesagt, erstmal relativ grob. Wir müssen da eh noch ein paar Mal korrigieren dann. So, noch ein bisschen runter. Wir können auch die Batterien nicht aufladen, sehe ich gerade. Doch, wir haben am Rover. Das können wir machen. Wir haben da Solarpaneele dran. So. Tja, gut. Dann ja, fliegen wir mal da so langsam hin. Wo ist es denn? Oh je, Mine. Oh Gott, ey. Das wird eine Aktion, sag ich euch. Huh.
Ja, ich bin gerade ein bisschen still, muss mich gerade selber ein bisschen konzentrieren, dass das auch so funktioniert, wie ich mir das denke. Scheiße, jetzt sind wir schon am Punkt vorbei. Komm schon, ein bisschen Gegenschub geben hier in die Richtung. Komm schon, dreh dich noch ein bisschen. Ja. Nicht so weit, nicht so weit. Ach, du Sack. Mache ich halt die ACS-Düsen an. Die wollte ich noch nicht verwenden. Aber wenn das Spiel gerade nicht so will, wie ich mir das vorstelle, dann halt so. So, jetzt gleicht sich die Bahn auch wieder an. Gut, okay, wunderbar, halt. Wir löschen das direkt mal wieder, dass es uns nicht verwirrt. Tja, und jetzt müssen wir irgendwie dann doch schon mal langsam in den Gegenschub gehen. Ich speichere jetzt hier einfach mal. Boah, ich weiß es nicht, ey. Oh Gott. Ich bin mir gerade selber so unsicher. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wie sieht es denn aus? Electric Charge haben wir noch. Monopropellant. Okay, wir reduzieren das Ding jetzt mal auf fast, na, nicht 0, aber 20 oder so. Wo landen wir? Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das wäre ja spitze. Hier drehen sich gerade die Räder. Ganz wichtig, wir müssten mal die, halt, die Bremsen anmachen. Wenn die Räder sich drehen und wir setzen das Ding nachher auf den Mond ab, holla die Waldfee, sage ich euch, dann schnappst das Ding aber fort. Gerade auf dem Mond wie Minmus, wo es nicht so viel Gravitation gibt. So, wartet mal. Probiere ich mal was. Reicht das aus, um zu reduzieren? Ja, nicht ganz, nicht ganz. Aber das bleibt auf dem Niveau. So, weiter geht's. Okay, wir geben noch mal ein bisschen Gegenschub. Müssen wir auch. Dass wir hier, von mir aus kommen wir jetzt hier erstmal gerade runter, dann fahren wir das Ding halt nachher so zurück. Das ist nicht einfach. Ich denke, so dumm ist die Idee gar nicht. Ich gehe jetzt mal ein bisschen Zeitvorlauf, weil sonst dauert es wirklich doch wieder sehr, sehr lange. Das ist dann ähnlich wie mit dem Fallschirm auf Kurbeln zurück. Die letzten 500 Meter dauern dann halt 10 Minuten in Echtzeit. Okay, jetzt müssen wir wieder Schub geben, dass wir hier heil das Ding absetzen können. Na, jetzt stehen wir fast in der Luft. Schon relativ schnell. Ich hoffe, der Rover überlebt das. 12 Meter pro Sekunde. Wenn ich das Ding jetzt absprenge. Nein! Es ist zerborsten. Wir waren zu schnell. Das müssen wir noch mal machen. Ah, verdammt. Müssen da wirklich sehr, sehr sanft vorgehen. Ach, wir sind wieder so weit in der Luft. Neuer Versuch.
Sorry, dass ich gerade nicht viel rede. Ich kann aber gerade nicht. Muss mich hier konzentrieren, dass wir das Ding heil runterbringen. So, jetzt kommt's drauf an. Jetzt habe ich gerade aus Versehen die verkehrte Richtung. Halt. Dreh dich. Nein, nicht in die Richtung. Nein. So, warte mal, wir liegen erstmal. Scheiße, was macht man jetzt? Ich gebe mal ein bisschen Schub. Richten wir uns nochmal neu aus, knapp über dem Boden. Ach, guck mal, scheiße, das eine Rad ist kaputt. Nee, verdammte Scheiße, das wird so nichts, glaube ich. Könnten wir das Rad auch wieder reparieren? Oh, guck mal, wir stehen. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob wir das Rad reparieren können. Ach, verdammt. Ah, jetzt habe ich da Schub gegeben auf die Turbine. Ah, verdammt. Das wollte ich so nicht. Wartet mal. Können wir vielleicht trotzdem wegfahren? Scheiße, ich glaube, wir klemmen jetzt hier fest. Das heißt, wieder neu laden. Sorry, das dauert eine Weile, aber irgendwie... Mist. Beim nächsten Mal machen wir es doch wieder anders, dass wir den unten irgendwo anpappen. Da ist es dann deutlich leichter. Oder wir hätten einfach einen kleineren Tank nehmen sollen. Aber ich wusste nicht, wie viel wir für einen Abstieg brauchen. Deswegen hatte ich mich hier für den großen entschieden. Also nicht für den ganz großen, aber für den, wo ich gedacht habe, dass das ausreicht. Eigentlich ist es ja nicht so schwer. Also eigentlich schon, wir haben es ja schon zweimal nicht geschafft. Oder wisst ihr was, wir machen das anders, passt mal auf. Wir versuchen jetzt einfach mal so rum zu landen. Ich hätte vielleicht hier ein paar Landestützen anbringen sollen. Da dürfte doch dem Triebwerk erstmal nichts passieren, oder? Wenn ich das hier so... Komm schon. So, oder? Das ist ja geil. Dann haben wir das Ding so gelandet erstmal. Und wie wir jetzt weitermachen, weiß ich nicht. Ich bin echt gerade ein bisschen ratlos, ey. Sorry. Scheiße.
Oh Mann. Ich würde jetzt am liebsten, ich speichere jetzt deswegen hier nochmal, ich steige jetzt hier ein bisschen in die Luft, halt nicht so viel, drehe das Ding und koppel das Teil dann ab. Komm schon, die Kappel. Ja, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Ja! Yeah! Super. Geile Sache. Wir gehen mal zum Space Center. Also so war es ganz okay, würde ich denken. Auch wenn das mit dem Wieder-Neuladen cheaten ist, aber ganz ehrlich, ich. Mach mit Sicherheit nicht jeden Flug nochmal komplett neu, wenn da was schief geht. So viel Lebenszeit habe ich dann auch nicht. So, Kirby-Nauten, wir nehmen. Ach hier, Chappedaya, natürlich. Der dürfte hier oben drin sitzen, oder? Ja. Komm mal raus, mein Guter. Wir haben da was richtig Geiles mitgebracht. Machen wir dein Jetpack klar. Und dann. Düst mal dahinter, 2 Kilometer bloß entfernt. Hinterm kleinen Hügel. Das ist zu geil. Oh. Ach, guck mal, mit der linken Maustaste könnten wir den auch steuern. Lol. Spiel das Spiel seit über 150 Stunden und naja, jetzt erst festgestellt, nicht so schlimm. Wir haben den Rover aufgesetzt auf Minmus. Der steht auch ganz gut da. Und so machen wir das mit dem anderen dann nachher auch noch. Mal gucken, vielleicht nehmen wir den mit zum Nord-Südpol irgendwie. Dass wir da nochmal eine Aktion starten, bin mir noch nicht sicher. Oder ob wir den halt auch hier absetzen, wobei hier 2 Rover ist jetzt nicht unbedingt das Sinnvollste. So, komm, jetzt gib mal ein bisschen Gas. Schub in dem Fall. So, da unten ist das Gefährt der Begierde. Endlich, endlich den Rover abgesetzt. Hat ja dann doch noch beim dritten Mal, alle guten Dinge sind drei, beim dritten Mal auf eine sehr, nur ja, kuriose Art und Weise funktioniert, indem wir einfach das Ding verkehrt rum gelandet haben und dann leicht gedreht und dann halt abgesetzt. Müssen wir uns merken, das machen wir dann mit dem anderen genauso. Aber wenn wir dann nochmal was planen, dann nehmen wir allgemein eine ganz andere Methode, um die abzusetzen, was deutlich einfacher ist. Ich habe da schon mal sehr, sehr viel mit rum experimentiert wegen solchen Dingen. Es gibt da halt einige gute Ideen. So, hoffen wir, dass das ganz geblieben ist und nichts weiter kaputt gegangen ist. Ja, der ist ja, doch schon relativ groß, wenn wir hier den Chappedaya daneben sehen. Und jetzt können wir hier mit Rechtsklick an Bord gehen. Und schon sitzt der Typ da drin. Das ist das nicht geil? Da machen wir das Licht an. Machen wir seine Lämpchen. Guck mal, seine Lampen sind heller als das Licht an Bord. Gut, wir hätten hier links und rechts zwei anbauen können, aber eins reicht auch. So, dann düsen wir mal langsam los. Halt. Geht nicht, weil wir die Bremsen noch aktiviert haben. Dauert ein bisschen. Auf Kerbin steuert sich das Ding einwandfrei. Auf dem Mond mit wenig Anziehungskraft ist das so eine Sache. Wir können nicht speichern, solange wie wir hier am Rumrollen sind. Deswegen, bevor wir den Rückweg mit dem Rover antreten, wird dann nochmal kurz gespeichert. Okay. Mit B ist Bremse oder hier oben könnt ihr die Bremsen dann auch feststellen. In den Rad kaputt gegangen. Wartet mal. Ich steige noch mal kurz aus. Rename Vessel. Also, das können wir nachher auch mal machen. Ach, guck mal. Wir können ja sogar noch mal was mitnehmen. Ist hier was kaputt gegangen? Nö. Nö. Auch nicht. Ha.
gut. Hier ist auch alles okay, ja? Na gut, okay. Tja, dann wird das schon so hinhauen. Dann gehen wir hier wieder an Bord. Halt, müssen ein bisschen näher ran. Und so. Und los geht's. Bremsen lösen. Wo müssen wir hin? Da hinten in 2 Kilometer müssen wir fahren mit dem Ding. Dauert ein bisschen. Ja, das... Warum dreht sich das linke hintere Rad so dolle? Oder sieht das nur so aus? Das sieht nur so aus. Kann das sein? Ist halt leider der erste Rover, da können wir noch nicht so eine großen Sprünge mitmachen. Guck mal, wie der sich freut. Ist das nicht geil? Ach, herrlich. Ach, guck mal, Mystery Goo Container hat noch ein bisschen was da. Was haben wir denn noch? Halt, warte mal. Wir haben doch hier so ein Seismometer. 100. Geil. Das nehmen wir mal mit. Das Barometer dürfte nichts anzeigen. Genau, weil wir im Vakuum sind. Das Thermometer. Ja, okay. Rover sind dann auch dazu gut da, dass ihr die Instrumente mitnehmen könnt. Dann geben wir noch ein bisschen Gas. Die können auch relativ schnell werden. Das Problem ist dann wirklich nur, hier geht's. Hier ist es nicht so hügelig auf dem Mond, auf dem ersten Mond. Könnt ihr dann schnell mal abheben und weit springen und da muss man dann vorsichtig sein. So, Electric Charge. Das Ding fährt halt nur mit dem Electric Charge, deswegen auch die beiden Sonnensegel dran. Müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Ah, die schlingern immer so ein bisschen nach links und rechts. Ich mache jetzt auch mal hier RCS an. Ich weiß nicht, ob das beim Rover auch sinnvoll ist. Was haben wir hier eigentlich? Okay. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, es bringt ein bisschen was. So, jetzt sind wir schon mit 10 Metern pro Sekunde unterwegs. Durch den Stein könnten wir theoretisch durchfahren. Lassen wir aber mal. Bringen das Ding erstmal zurück. Ach, seht ihr, wir hatten ja überlegt, später gibt es halt noch zum Freischalten solche Platten, mit denen wir dann auch gute oder geile, verschiedene krasse Rover bauen können. Und damit könnten wir vielleicht so eine Art Garage bauen. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das realisieren können. Aber ich fände es schon geil. Ich fände das schon nicht verkehrt, muss ich sagen. Okay, wir werden es vielleicht noch bis dahin schaffen. Dann müssen wir den Rover erstmal wieder aufladen. Wir haben ein paar Battery Packs, habe ich dran gebaut, aber hätten vielleicht ein paar mehr sein können. Ist auch egal. Ganz wichtig halt immer, dass der Schwerpunkt dann doch relativ weit unten und mittig liegt bei den Dingern. Gerade wenn man denn mal abhebt. Schon wieder so ein neues, geiles Gefühl, jetzt auch mit dem Rover wieder unterwegs zu sein. Wenn ihr fahrt, versucht, wenn es geht, nicht die Sonnenpaneele auszupacken. Es könnte sein, die sind nämlich relativ zerbrechlich. Wirklich nur ausfahren, wenn er steht, wenn sich das Ding nicht bewegt, da kann nichts passieren. Wenn ihr nachher abbrechen, dann kann es halt sein, dass er irgendwann einfach irgendwo da steht und er kommt halt nicht mehr weg. Weil die Dinger dann auch kaputt sind, ihr könnt euch nicht mehr aufladen. Jetzt müssen wir langsam bremsen. Oh. Komm schon, drift um die Ecke. Driftkönig. Jebediah. Ah, ein bisschen zurück, ein bisschen spät gebremst. Ich glaube, auf dem Moon hätte es uns jetzt schon ausgehoben mit der Aktion. Ihr könnt auch so die Berge hochfahren, die Hügel. Aber auch da dauert es eine Weile, bis er da Schwung gewinnt. Manchmal müsst ihr dann wie so Serpentin fahren. Halt immer so links, rechts, nicht strikt gerade hoch. Kommt drauf an, wie schräg das ist.
So, und dann parken wir das Ding erstmal. Ich würde sagen, wir parken es hier vorn irgendwo, dass es hier nicht im Weg steht, wenn wir hier noch was andocken wollen. Wir haben ja noch den zweiten. Boah, wir brauchen unbedingt noch die anderen Teile, um die Rover besser bauen zu können. So, komm, fahr noch ein bisschen. Achso, wir haben keinen Electric Charge mehr. Haha, ich wollte gerade sagen, warum gibt der kein Gas mehr? Okay, wir bremsen die Sache. Ja, auf 1 fahren die auch noch aus. Die funktionieren anscheinend auch noch. Ist hier die Sonne noch unterwegs? Die ist da oben. So, die richten sich ein bisschen aus. Und jetzt lädt sich das auch wieder auf. Und wir können ja dabei einfach nur... Okay, die Räder sind gar nicht im Weg, sehe ich gerade. Das Teil ein bisschen drehen. Und immer schön die Handbremse anziehen. Nicht einen Gang drin lassen, sondern ruhig die Handbremse anziehen, auch wenn es hier ein bisschen kälter ist auf dem Mond. Tja, geile Sache, oder? Haben wir es geschafft. Das Ding ist sicher gelandet. Den holen wir mal raus. Komm raus, Trepidiah. Na, nicht so weit. Nimm doch bitte mal die Daten mit. Die könnten wir jetzt theoretisch eigentlich hier oben in der Mitte platzieren und dann kann der ringsrum die ganzen Daten mitnehmen. Collect Data, ja, nimm das mal mit. Hier hatten wir doch auch was, genau. Hier hatten wir nichts. Das funktioniert hier nicht, dieses Atmosphärending, ist ja auch klar. Ach genau, was ich noch machen wollte. Geh nochmal an Bord. Da zoomt es dann immer erstmal schön raus. Die können wir extenden, genau. Ich will nicht die Daten senden, sondern einfach bloß das Teil ausfahren, weil es geil aussieht. Gut, Jebediah, hast du wunderbar gemacht. War richtig schön mit dir. Ah, super Sache. Und er kann wieder hier oben in sein bevorzugtes Vehikel gehen. Halt! Hey, jetzt ist er da hochge... Was macht er denn? Jebediah, du sollst da einfach bloß bitte Platz nehmen. Wunderbar. Was haben wir denn jetzt hier? Jetzt haben wir nochmal 3 Daten mit. Einmal 30, 11,5 und 100. Geile Sache. Super. Ja, wunderbar. Sieht es doch gut aus, oder? Rover ist auch endlich da. Der ist angebremst. Der lädt noch ein bisschen auf. Hier könnten wir das theoretisch alles einklappen. Machen wir jetzt auch erstmal... Wunderbar, da sieht es doch gut aus. Ein Rover haben wir hier schon. Geile Sache. Speichern wir nochmal, gehen wir ins Space Center. Und dann verabschiede ich mich erstmal wieder von euch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, dass ihr so lange mitgemacht habt, bis das Ding doch endlich noch gelandet ist. Und auch sicher an der Minmus-Basisstation angekommen ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.